Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Live. Ich bin Keule und jetzt geht es nochmal darum, da bald klar, was ansteht, mit welchen Panzern wir da unterwegs sein sollten. Es geht in erster Linie um die Panzer, die man erforschen, beziehungsweise, ja doch, die man erforschen kann und wo man quasi auf lange Sicht gesehen nicht unbedingt eine Leistung zeigen muss. Das heißt, alles, was so allen Privatpanzern da ist, es fällt hier mal bei dieser Bewertung raus, weil die Panzer sich grundsätzlich alle eignen und bei den erforschbaren Panzern allerdings nicht jeder Panzer unbedingt dafür geeignet ist, sondern es da natürlich einige Abstriche gibt. Hier kommt es ganz drauf an, auf welchen Karten ihr unterwegs seid. Es gibt Panzer, die lohnen sich fast auf jeder Karte. Es gibt Panzer, die sind zu speziell und auf die werden wir ein bisschen eingehen. Wir fangen an mit den schweren Panzern. Ganz oben thront bei denen, die man erforschen kann, das Objekt 277 und der WZ-111-5A. Die haben beide so ihre Vorzüge, nämlich in puncto Geschwindigkeit und Panzerung am Turm sind sie recht gut zu gebrauchen. Die bessere Kanone meiner Meinung nach hat das Objekt 277, das hat 265 Durchschlag auf Standardmunition. Das sollte man auf jeden Fall sich um das Objekt 277 kümmern, als um den WZ-111-5A. Zumal die Linie zum Objekt 277 ein bisschen mehr Spaß macht als die zum Chinesen. Wer auf Oldschool steht, immer noch IS-7, immer noch ein recht guter Panzer, hat allerdings meiner Meinung nach gegen das 277er kaum mehr eine Chance. Punkte Beweglichkeit kann die IS-7 nicht mithalten. Und es ist leider das, was aktuell ein bisschen ja, wichtig oder was deutlich wichtiger ist als eine gute Panzerung, denn eine gute Panzerung haben sie beide. Vom Turm her ist sie, nehmen sich Objekt 277 und IS-7 nicht besonders viel. Die sind das Objekt sogar noch ein bisschen besser, wenn man es ganz genau nimmt. Aber im Großen und Ganzen das Objekt 277 der bessere Panzer als die IS-7. Super Conquerore. Ebenfalls eine gute Wahl, wenn ihr den nehmen wollt. Der ist allerdings wieder von der Karte her ein bisschen schwierig zu spielen, denn auf Startkarten hat er so ein bisschen seine Nachteile. Zudem ist er mit 36, 37 km Höchstgeschwindigkeit nicht unbedingt, 34 km Höchstgeschwindigkeit nicht unbedingt die erste Wahl, wenn es um Beweglichkeit geht. Was richtig gut ist bei dem, ist die DPM, ist der Durchschlag auf jeden Fall und der hat als HE-Hash, wenn man HE fahren will und mit HE fährt. 120 Durchschlag auf HE ist schon mal eine geile Ansage. Von daher ist der auf jeden Fall auch mit dem exzellenten Turm mit 10 Grad Gun-Depression ist er wirklich gut ausgestattet. Wie gesagt, in der Stadt hat er seine Defizite und wäre deswegen eher meine zweite Wahl. Also erste Wahl ganz eindeutig meiner Meinung nach das Objekt 277 von den, wie gesagt, von den Erforschbaren. Ich habe den selber, fahre den sehr, sehr gern. Habe hier eine 58er Winrate drauf. Bisher noch nicht geaced. Ich fahre den zwar gern, aber halt nicht so oft. Ich müsste mich wahrscheinlich ein bisschen genauer auf ihn einziehen. Und er hat oben am Turm kaum einen Weak Spot. Er hat zwar hier die Kommandantenkuppel und ich glaube die Richtschützenluke, wo man aber von oben drauf schießen muss. Also man kommt da extrem schwer durch. Und hat am Turm, ich glaube, 224 mm rechts und links, 80 mm hinten und 290 mm frontal. Also er hat einen wirklich brutal starken Turm. Noch dazu ist er angewinkelt, also die effektive Panzerung ist auf jeden Fall noch höher. Ich schätze mal so um die 10 bis 15% mehr. Das bedeutet über 300 mm Turmpanzerung. Da hat es jeder Panzer schwer. Wirklich jeder Panzer schwer. Am Turm kommt, glaube ich, kaum einer durch. Die werden alle HE laden, wenn sie nur euren Turm sehen. Wenn man unbedingt mit Klassikern unterwegs sein will und die I7 nicht haben möchte, dann besteht noch die Möglichkeit, mit der Maus zu fahren. Maus ist, ja, punkto Beweglichkeit, absolute Katastrophe. Hat leider am Turm massive Weak Spots, und zwar links und rechts von der Kanonenblende. Deswegen nicht unbedingt zu empfehlen, dass man mit der Maus fährt. Zumal sie sowieso, sagen wir mal, eher auf Startkarten unterwegs ist. Sobald es irgendwo auf freie Karten ist, sieht man keine einzige Maus mehr. Mit der kann man super Durchgänge sperren, denn die wiegt 190 Tonnen und die kann keiner wegschieben. Und das war's dann aber auch. Ne? Hat auch eine recht vernünftige DPM mit 2300, ist okay. Kann man natürlich noch ein bisschen nach oben tunen, wenn man das möchte. Aber im Großen und Ganzen ist sie einfach zu schwerfällig und es macht keinen Sinn mit der Maus. Es sei denn, man braucht jetzt wirklich jede Menge HP, man will irgendwelche Durchgänge sperren, man will, dass
ja, sagen wir mal, ein Munitionsmagnet irgendwo steht. Genau das ist sie. Jeder schießt Gold, jeder schießt auf die Maus. Ausnahmslos. Dafür ist sie gut geeignet, aber ansonsten ist da wirklich von der Maus nicht zu viel erwarten, nicht zu viel zu erwarten. Die restlichen schweren Panzer gehören meiner Meinung nach nicht unbedingt dazu. Also T57 Heavy, Autoloader in einem Clan Wars ist nicht zu empfehlen. AMX-50B hat zwar eine sehr gute Kanone, aber ebenfalls ein Autoloader, nicht zu empfehlen. Der andere Franzose, der schwere Panzer, keine Ahnung wie der heißt, M54 glaube ich, ebenfalls eher zu schwach, gerade was die Kanone angeht. Und der Turm frontal gut gepanzert, an der Seite allerdings eher mittelmäßig, auch nicht unbedingt zu empfehlen. E100 wieder zu lahm, meiner Meinung nach, den müsste man Premium-only spielen, ebenfalls nicht unbedingt zu empfehlen. Also wenn es um bewegliche Gefechte geht, und da geht es bei Clan Wars ganz einfach, dann kommt ihr, denke ich mal, am Objekt 277 nicht vorbei, für gesagt, wie gesagt, für die Leute, die wirklich keinen, die nur erforschbare Panzer bei sich haben. Bei mir ist es aktuell der Fall auf Stufe 10, weil mir ganz einfach die Zeit fehlt zum Spielen. So sieht's aus. Und ich habe noch nie mal das Objekt 260, weil ich dafür einfach keine Zeit hatte. Natürlich, wenn ihr alle Panzer habt auf Stufe 10, dann ist das Objekt 279 und auch der Chieftain allererste Wahl, muss man ganz einfach so sagen. Die sind frontal kaum zu knacken, außer durch die Oberwanne bzw. durch die untere Wanne beim Chieftain. Und ja, von denen, die ja spielbar sind bzw. erforschbar sind, wo man keine großartige Leistung zeigen muss, diese 5 kommen auf jeden Fall in Frage. Ganz vorne steht das Objekt 277 mit dem WZ-111, das Objekt allerdings auf Platz 1. So viel zum Thema schwere Panzer. Wir gucken uns mal an, was die Mediums dazu sagen, die ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Bis gleich. So, das sind wir auch schon bei den Mediums. Was kann ich empfehlen? An allererster Stelle kommt natürlich das Objekt 430U. Aktuell das Maß der Dinge, wenn es um Medium-Panzer geht, kann eingesetzt werden wie ein typischer Medium-Panzer. Ist vielleicht ein bisschen zu langsam. Kann mit dem Brogetto nicht mithalten, auch nicht mit der Bedjet, allerdings mit den anderen Russen kommt es recht gut zurecht. Und wenn man möchte, kann man ihn ebenfalls als schweren Panzer spielen. Denn er hat hiervon, also er hat auf jeden Fall genügend Panzerung, um mit ja, allen anderen zu konkurrieren. Turmpanzerung sind wir bei 300 mm, Wannenpanzerung sind wir bei 160 mm frontal. Natürlich das Ganze noch angeschrägt, ein bisschen mehr, 90 mm auf der Seite. Beim Turm 195 mm auf der Seite. Also es ist auf jeden Fall ein absolutes Monster. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn es darum geht, direkt in den Zweikampf gehen zu müssen, ist das Objekt 430U auf jeden Fall die erste Wahl. Wenn man auf bewegliche Panzer abfährt, wo es wirklich rund geht, kommen eigentlich nur drei Panzer so richtig in Frage. Das ist der Progetto, die Bedjet 25 Tonnen und der Leopard PTA, Leopard 1, die da mit erstens erstklassigen Kanonen daherkommen. Wenn man sich allein den Leopard 1 anguckt mit 278 Durchschlag und einer Einziehzeit von 1,63 Sekunden, das ist schon derbe stark. Wie gesagt, man muss dann aus der zweiten Reihe spielen, denn in puncto Panzerung hat er nicht besonders viel bekommen. Da waren die Deutschen extrem sparsam. Bedjet genau dasselbe, Brogetto ebenfalls extrem schwachen Turm, extrem schwache Wanne. Wie gesagt, die leben von ihrer Beweglichkeit. Und der Leopard 1 dazu noch von seiner genauen Kanone, die sehr schnell einzielt, aus der zweiten Reihe schießt. Auf jeden Fall ideal. Wenn ihr so eine Mischung braucht bei den Medium-Panzern zwischen guter Panzerung und guter Beweglichkeit und ihr auf Gun Depression verzichten könnt, dann kommt T62A oder Objekt 140, obwohl ich hier sagen muss, dass Objekt 140 ich ein bisschen besser finde. Obwohl der T62A ein kleines bisschen schneller einzielt, ist das Objekt 140 insgesamt meiner Meinung nach ein Stückchen stärker. Und es macht aber keinen großartigen Unterschied. Ja, die Profis merken den Unterschied zwischen T62A und Objekt 140. Wenn ihr beide habt, spielt lieber mit dem 140er. Wenn ihr zu beiden forschen könnt, nehmt das alles, das ist Objekt 140, damit ihr im Clan Wars was leisten könnt. Also, je nachdem, was ihr verspielt, auf jeden Fall auf Nummer 1 bei mir Objekt 430U. 440 Alpha-Schaden, 252 Durchschlag ist auf jeden Fall genug. Immer Premium dabei haben, das gilt natürlich für alle Panzer. Und dann macht es auf jeden Fall Spaß, mit dem Objekt 430U richtig zu spielen. Wie gesagt, bewegliche Panzer, Progetto 65, Bedjet 25 Tonnen.
Leopard 1, ich würde hier fast sagen, der Leopard 1 eher ein bisschen weiter vorn, denn die Autoloader-Kanonen sind ein bisschen unberechenbar. Erstens für den Gegner, das ist auf jeden Fall gut, aber auch für sich selbst, das ist nicht so gut. Wäre ganz gut, wenn man bei der Badget-Kennel Nachladezeit von 38 Sekunden für einen kompletten Clip hat. Oder 45 oder was das dauert. Auf jeden Fall zu alt. 38,31 Sekunden, okay. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich derbe Ansage. Wenn man da sieht, der 8,92 Sekunden beim Leopard 1, das ist Standard, ne? Das kommt noch dazu. Also macht auf jeden Fall Sinn, wenn man auf beweglichem Panzer steht, zuerst den Leopard 1. Wenn man die Badget hat, Badget 25 Tonnen, die als zweites oder den Progetto, die nehmen sich ja nicht so viel. Der Progetto 65 vielleicht ein bisschen unberechenbarer. Und die Badget 25 Tonnen versteht sich eher als Klassiker. Also Reihenfolge, Objekt 430U, Objekt 140, Leopard 1, T62A, Badget 25 Tonnen, Progetto 65. Allerdings alle auf einer Stufe, den Rest würde ich spontan mal vergessen. Es gibt zwar den einen oder anderen Amerikaner, der noch Sinn macht. Oder den AMX 30B, obwohl man da ganz einfach sagen muss, dass die hier dem Ganzen ein kleines bisschen voraus sind. AMX 30B auch mit einem guten Alpha-Schaden von 390 unterwegs. Da kann Objekt 140 und T62A natürlich nicht mithalten, die beide dasselbe Geschütz drauf haben. Aber der Objekt 430 hat schon mal 440 Alpha-Schaden, macht auf jeden Fall mehr Spaß. Was macht ebenfalls keinen Sinn? Der 121 aus China. Absolut sinnloses Gerät. Dann haben wir noch die beiden Hulda und Monster. Einmal aus Schweden, ein UDES 1516, der eher weniger Sinn macht, weil er zu speziell ist und zu leicht zu unterschlagen ist, gerade an der Seite. Und für den SDB1 würde ich schon eher meine Hand ins Feuer legen. Allerdings ebenfalls eher zu speziell. Mit einer guten DPM ausgestattet, aber unterm Strich sind das die sechs Panzer, auf die man sich auf jeden Fall verlassen kann und die man bei den Mediums fahren sollte. So, das waren die Mediums. Kommen wir zu den Lights und da gibt es natürlich keine Überraschung. Die schauen wir uns als nächstes an. Bis gleich. So, das sind wohl Lights. Relativ kurze Ansage, weil da gibt es nicht ganz so viele Panzer. Die einzige Nation, die zwei Panzer hat im leichten Bereich auf Stufe 1, das ist Frankreich und die stellen auch den Platz 1 um. Ja, um in puncto Beweglichkeit mit den anderen mitzuhalten, gibt es keinen anderen als den EBA 105. Da haben wir ihn. Böses Gerät. Magnet-Aim, was schon extrem stark ist. HE-Kanone oder HE-Munition, die 105 Durchschlag hat. Also das ist wirklich extrem böses Gerät. Er hat zwar nur 190 Durchschlag auf Standardmunition, was jetzt nicht unbedingt so prall ist. Wir haben 240 mm auf Premium, aber 105 mm auf HE. Und dadurch, dass sich die Panzer eher in Richtung bewegliches Fahrzeug entwickeln und da eher auf Panzerung verzichtet wird, hat die HE-Wumme oder die HE-Munition auf jeden Fall ihre Berechtigung und ist deswegen auf dem Fahrzeug einfach mal das Wichtigste. Höchstgeschwindigkeit 95 km/h vorwärts, 70 rückwärts. Es gibt keinen Panzer, der auch noch annähernd da mithalten kann. Der nächste auf Platz 2 wäre der T100 LT. Und der hat, glaube ich, um die 72 km/h oder 75 km/h. Also es sind über 20 km/h Unterschied. Das ist unglaublich. Als nächstes kommt noch dazu, dass er einfach nicht zu stoppen ist. Wenn man auf ein Rad schießt, wird das repariert. Aber der Panzer bleibt nicht stehen. Und noch dazu kann es sein, dass die Räder den Schaden schlucken. Die machen ungefähr die Hälfte des Fahrzeugs aus, was die Höhe angeht. Das heißt, wenn er zu tief zielt, Auto-Aim oder ähnliches, dann geht der Schuss irgendwo in die Reifen und macht da den Reifen kaputt. Der bleibt nicht stehen, er wird ein bisschen langsamer. Sind alles Sachen, die Wargaming eigentlich mal bearbeiten sollte. Bisher aber nicht gemacht hat. Von daher bleibt der einer der stärksten oder der stärkste leichte Panzer. Es gibt auch keinen, der in irgendeiner Weise mithalten könnte, selbst wenn man einen Panzer sich erfahren könnte. Es gibt erstens keinen Aufklärer, den man erfahren kann. Und zweitens gibt es keinen Panzer, aktuell nicht, der da mithalten kann. Also EBA 105, das Monster auf Platz 2. Wie gesagt, der T100 LT, den gucken wir uns auch gleich nochmal an. Den haben wir da drüben. Extrem flaches Profil, einen sehr guten Turm. Wir haben frontal 180 mm Turmpanzerung. Da bleiben einige Panzer auch mal hängen. Noch dazu ist das ein bisschen angeschrägt.
Da kommt man wirklich extrem schwer durch. Eine recht vernünftige Kanone, eine gute Geschwindigkeit mit, wie viel haben wir da? 72 km/h, wie gesagt. Also bis zum EBR sind es über 20 km/h. Das ist einfach nicht auszuholen. In puncto Sichtweite kann der EBR nicht mithalten, ne? Das ist ganz klar. Aber da macht es halt mit dem Speed. Wie soll man den treffen? Wie soll man 95 km/h treffen? Ne? Auf jeden Fall hat der EBR dafür gesorgt, dass die Leute viel mehr HE dabei haben. Allein um ihm wirklich immer Schaden zu machen, denn die Räder schlucken so viel, dass man da einfach ein bisschen, ja, mit HE schießen muss, um da was zu erreichen. Also auf Platz 2 für mich, T100 LT, für Clan war es ideal geeignet. Allerdings, wenn ihr EBR habt, fahrt EBR, das ist leider so. Das muss man so sagen. So, Platz 3, leider ziemlich weit abgeschlagen, mit einer sehr guten Sichtweite insgesamt und mit einer recht vernünftigen Kanone. Rheinmetall-Panzerwagen, ebenfalls noch ganz gut geeignet, kann aber unterm Strich weder mit dem Russen noch mit dem Franzosen mithalten. Deswegen sieht man den auch relativ selten. Die Leute fahren deswegen im Grunde nur, weil es ein Deutscher ist. Vielleicht auch wegen seinen 10 Grad Gandebüschen, ganz sicher nicht wegen seiner Topspeed. Die 75 km/h erreicht er zwar ab und zu, allerdings wirklich nur bergab mit Rückenwind und Kneipe in Sicht. Ansonsten ist der Russe, finde ich, in puncto Geschwindigkeit ein bisschen besser und hat noch dazu, meiner Meinung nach, oder nicht nur meiner Meinung nach, nicht nur auf dem Papier, einen absolut besseren Turm. Der hat ja 20 mm Turmpanzerung, Wandpanzerung 30 mm, braucht man nicht darüber reden, ne? Da schießt jeder durch. Da hinten kommt man sogar mit dem Schneeball durch, wenn man den ordentlich formt. Also von daher, Rheinmetall-Panzerwagen wirklich dritte Wahl. Alle anderen haben hier, denke ich mal, auch keine Chance mitzukommen. Der lebt wenigstens noch von seiner Sichtweite. Das war es dann allerdings auch schon. Als Aufklärer relativ schnell abgefrühstückt. Es gibt nämlich nur die drei, die wirklich Sinn machen würden. Ansonsten gucken wir uns mal an, was die TD sagen. Da gibt es wieder ein paar interessante Sachen mehr. Bis gleich. So, da sind wir auch schon bei den TDs. Die interessantesten habe ich hier mal aufgelistet. Es sind wieder nur 4 Stück. Und es sind wieder nur Panzer, die erspielbar sind, beziehungsweise erforschbar sind. Also erspielbar sind sie natürlich alle. Aber sie müssen halt auch erforschbar sein. Und das sind das hier meine, die wichtigsten, die es so gibt. Ganz vorn steht meiner Meinung nach die Grille, beziehungsweise das Objekt 268 Version 4. Kommt hier drauf an, wie die Taktik des Teams ausgelegt ist, wenn man auf die TDs als nicht nur als Unterstützer, sondern vor allen Dingen als Kampffahrzeug baut, macht das 268 Version 4 auf jeden Fall mehr Sinn. Denn es frontal fantastisch gepanzert, hat eine sehr gute Kanone mit 650 Alpha-Schaden und mit wie viel Durchschlag? 293 Durchschlag, 360 auf Premium und 90 auf HE. Also exzellente Kanone auf jeden Fall. In puncto Sichtweite darf man sich natürlich auf nichts verlassen. Da ist das Ding ja, eher schwach. Wir haben 422 Meter Sichtweite mit der aktuellen Crew. Ich meine, ich habe noch nicht die beste Crew drauf, aber zumindest weiß man schon, in welche Richtung das Ganze geht. Da ist auf jeden Fall die Grille ein ganzes Stück besser. Also, wenn ihr das Fahrzeug mit einbinden wollt in den Angriff, vielleicht auf Startkarten oder ähnlichen, macht auf jeden Fall das 268 Version 4 mehr Sinn als alle anderen. Wenn ihr jemanden braucht, der aus der zweiten Reihe sniped, wenn er ein bewegliches Fahrzeug braucht, der ist auch beweglich, aber noch etwas beweglicheres Fahrzeug braucht, dann meiner Meinung nach auf jeden Fall auf die Grille bauen. Die ist auf jeden Fall ein ganzes Stückchen besser, wenn es darum geht, aus der zweiten Reihe zu schießen. Hat auch mit, glaube ich, 55 km/h eine recht gute, 60 km/h, eine recht gute Höchstgeschwindigkeit, 15 km/h rückwärts und 279 Durchschlag, exzellente Kanone, wirklich sehr genau. Zielerfassung 1,3 Sekunden, so wie ich sie aktuell eingestellt habe. Und eine Streuung von 0,26. Ich weiß nicht, ob es die Kanone gibt, die genauer ist als die da. Ganz sicher bin ich mir ja nicht, aber ich glaube, das müsste die genaueste Kanone im Spiel sein. Auf jeden Fall ein richtig geniales Teil. Sollte man damit spielen. Wenn ihr insgesamt eher ein schwerfälliges Setup wählen solltet, dann kommt der Jagdpanzer E100 auf jeden Fall noch in Frage. Oder der T110 E3. Machen beide recht viel Sinn. Sind beide frontal ziemlich gut gepanzert, haben allerdings das Problem, dass sie halt, wie auch das Objekt 268 Version 4, keinen beweglichen Turm haben. Das eine kommt mit dem anderen. Gute Panzerung, okay, kein Turm, eher schlecht. Wenn dem in die Kette geschossen wird, dann dreht er sich irgendwo weg und dann wird es fast unmöglich,
da gegen den Gegner auch irgendwas zu machen. Das heißt, man muss den immer an die Seite oder an den Rand stellen. Ansonsten bekommt man irgendwann das Fahrzeug, den Gegner hinter sich oder neben sich und dann wird es schmerzhaft für uns alle. 305 Wannpanzerung, das ist frontal eine ganze Menge. Selbst die untere Wanne bietet keinen richtigen Weakspot. Das hier oben ist ebenfalls kein richtiger Weakspot. Man muss da mit Premium unbedingt aufs Fahrzeug einhämmern und dann kommt halt Seidekanon noch dazu. Der hat 750 Alpha Schaden und 1100 auf HE mit 90 Durchschlag. Richtig, richtig böses Gerät. Wie gesagt, sobald der alleine ist, ist er Fischfutter. Dann kann sich den jeder krallen, jeder über ihn herfallen. Und das ist dann die Frage, ob das dann noch Sinn macht, je nachdem, wie das Spiel angelegt ist. Wie gesagt, auf Startkarten kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Dasselbe gilt für den Jagdpanzer EN-100. Ebenfalls auf Startkarten richtig gut, hat die durchschlagstärkste Kanone insgesamt. Wir haben auf der 170 mm 299 Durchschlag auf Standard, 420 auf Premium und 85 Durchschlag auf HE. 1050 Alpha Schaden, 1400 Alpha Schaden auf HE und ebenfalls eine frontal recht gute Panzerung, allerdings die untere Wanne ein bisschen empfindlicher als beim E3 und Zielerfassung von 2,59. Noch dazu die Beweglichkeit, es ist halt extrem schwerfällig, diese fast 150 Tonnen, die muss man erstmal bewegen und mit 1200 PS sage ich euch, da ist einfach nicht zu viel zu erwarten. Also je nachdem, was ihr für ein Setup wählt. Auf Stadtkarten macht er mit Sicherheit Sinn. Und sobald ihr aufs freie Gelände kommt, dann denke ich mal, führt an der Grille 15 kein Weg vorbei. Die restlichen Panzer, die da noch im Angebot sind, der Chinese meiner Meinung nach zu schwach. Der zweite Russe, okay, braucht man den unbedingt, wenn man das Objekt 268 Version 4 hat? Ich glaube eher nicht. Und ansonsten haben wir noch den FV4005. Da werden sich viele fragen, warum ich den nicht genommen habe. Zu weich, zu groß, zu langsam. Das einzig Geile an dem ist wirklich nur der Alpha-Schaden von der Kanone und nicht mal der Durchschlag, sondern der Alpha-Schaden und dass er Hech schießt. Das war es dann auch schon. Und das allein macht es am Ende nicht aus. Das muss ich ganz einfach sagen. Denn wenn der Gegner mit Artillerie spielt, dann ist der FV sofort Geschichte. Der ist einfach zu schwach gepanzert. Artillerie gehe ich mal nicht drauf ein. Die wird bei den meisten nicht im Setup sein. Es sei denn, es geht wirklich auf offene Karten und ihr habt ja, zwei wirklich gute Artilleriespieler, weil die brauchst du auf jeden Fall. Dann macht es vielleicht noch Sinn, aber im Großen und Ganzen würde ich die Arti nicht einladen. Ansonsten, wenn die Arti dabei sein soll, Conqueror GC, wahrscheinlich die erste Wahl und das Objekt 261 die zweite Wahl. Jo, das soll es gewesen sein. Clan war's. Ich werde selber wahrscheinlich nicht dran teilnehmen, vielleicht ein oder zwei oder drei Gefechte. Denn ich muss unter der Woche immer nachts arbeiten und da besteht leider keine Möglichkeit, dass ich da irgendwie mitfahren kann. Von daher werden sie auf mich wohl verzichten. Werde nachher noch ein kleines Video machen mit den wichtigsten Panzern. Ne, gibt es ja schon. Genau, die besten Stufe 10 Panzer gibt es ja schon. Gibt es ja schon. Also das sind sie auf jeden Fall. Wenn ihr da anderer Meinung seid, Leute, bitte einmal drunter schreiben. Ich weiß, dass es da gerade bei den Jagdpanzern den einen oder anderen gibt, der sagt, nö, finde ich nicht so gut. Ich fahre immer Jagdpanzer E100 und fahre damit am besten. Und dann gibt es welche, die sagen, ich fahre grundsätzlich immer Grille, auch in der Stadt, und fahre damit am besten. Meinung täte mich interessieren. Ich habe selber noch nicht alle. Jagdpanzer E100 bin ich aber schon in diversen Gefechten Probe gefahren. Ich finde die Grille meiner Meinung nach immer noch ein bisschen besser. Und ungefähr auf einer Stufe mit dem Objekt 268 Version 4. So sieht's aus. Das war's von mir. Clan Wars kann beginnen. Ich wünsche allen viel Glück und spielt für mich mit, wenn man das so will. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer, draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.